Hallo, liebe Freunde, wir möchten heute ein bisschen Wortschatz üben mit Verben. مرحبا أنا وسهلا فيكم جميعا. اليوم رح يكون درسنا عن كلمات وبالأحرى أفعال مع أمثلة. Ich habe mir überlegt, dass manche Verben das Gegenteil von anderen Verben bedeuten. Und das braucht man oft zum Schreiben von Texten oder zum Sprechen. هدول الأفعال طبعا الواحد بيحتاجهم للحكي وكمان للكتابة. Ich hoffe, dass ihr die Verben verwenden könnt. Vielleicht könnt ihr auch Beispiele bilden und uns schreiben. Viel Spaß! Das stimmt doch. Lass uns einen Like. Schaut auf den Kanal, wie es aussieht. Einschlafen und aufwachen. Ich bin gestern um 11 Uhr eingeschlafen und heute Morgen um 6 Uhr aufgewacht. Einschlafen, deine Rafael, aufwachen, deine Estrepus. Suchen und finden. Oh, Maria hat den ganzen Nachmittag nach ihrem Geldbeutel gesucht. Zum Glück hat sie ihn dann gefunden. Er war unter dem Sofa. Suchen, yabhas. Finden, يجد. Vergessen, sich erinnern. Ich habe leider die Telefonnummer von Paul vergessen. Kannst du dich erinnern? Vergessen, ينسى, sich erinnern, يتذكر. Kaufen und verkaufen. Walter möchte sein altes Auto verkaufen und ein neues Auto kaufen. Kaufen يشتري, verkaufen يبيع. Jetzt kommt ein Verb aus dem Arbeitsleben. Einstellen oder entlassen. Einstellen, يوظف, entlassen, يطرد. Die Firma hat Herrn Graf wegen seiner Unpünktlichkeit entlassen und einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Bleiben, weggehen. Wollt ihr wirklich schon weggehen? Wollt ihr nicht noch ein bisschen bleiben? Bleiben, يبقى, weggehen, يذهب. Dann einpacken, auspacken, da geht es um Pakete. Wenn eine Lieferung kommt, musst du das Paket auspacken. Wenn du die Ware zurückschicken willst, musst du sie einpacken. Einpacken, يغلف. Auspacken, يفتح. طرد. Jetzt sehr wichtig, sprechen oder schweigen. Schweigen, das ist nicht sprechen. Gute Freunde müssen nicht immer sprechen. Sie können auch mal zusammen schweigen. Sprechen, يتكلم, schweigen, يصمت. Dürfen oder müssen, zwei Modalverben. Nein, du darfst jetzt nicht fernsehen. Du musst zuerst das Zimmer aufräumen. Dürfen, يسمح, müssen, ينبغي على. Geben und nehmen. Mein Freund hat mir sein altes Fahrrad gegeben. Ich habe es gern genommen. Es funktioniert noch gut. Geben, يعطي, nehmen, يأخذ. Etwas schwieriger ist die Sache mit holen und bringen. Bei holen muss ich zuerst weggehen und dann zurückkommen. Bei bringen muss ich nur herkommen. Ich brauche eine Gabel. Geh doch bitte in die Küche und hol mir eine und bring sie mir ins Esszimmer. Säen und ernten. Das brauchen wir im Garten oder beim Bauernhof. Der Bauer sät im März das Getreide, Getreide zum Beispiel Weizen, und erntet es im Juli oder August. Säen, يبذر, يزرع, ernten, يحصد. Verbinden, trennen. Ich verbinde den Laptop mit einem Kabel mit dem Drucker. Ich trenne mein Handy vom Ladegerät. Verbinden, يربط, trennen, يفصل. Erreichen, verpassen.
Leider habe ich den Bus nicht mehr erreicht. Ich war 5 Minuten zu spät. Ich habe ihn verpasst. Erreichen, يلحق, بي, verpassen, يفوت. Ja, jetzt etwas, was jeder kennt. Essen oder Fasten? Fasten bedeutet nicht essen. Heute essen wir nichts, weil wir fasten. Essen, يأكل, fasten, يصوم. Haben oder brauchen? Brauchst du ein Ladegerät? Nein, ich habe eins. Hier ist es. So, das war's für heute. Und wir verabschieden uns. Vergesst nicht, liken und kommentieren. Tschüss. أعطيكم العافية على المشاهدة ونشوفكم بس القادم. سلامي. والسلامة.